Hallo, einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, gute Nacht, einen tollen Start ins Wochenende und eine wunderschöne Woche wünsche ich dir. Je nachdem, wann du dieses Video schaust, such dir einen Satz aus. Ich bin Dani und ich zeige dir meinen Müll. Meinen Müll. Der Monat ist wieder um. Wir sind wieder im Aufgebraucht. Was interessiert euch? Huch! Ich schmeiße schon. Ich weiß gar nicht, warum. Es interessiert euch. Ich zeige euch, was ich im August aufgebraucht habe. Wir waren im August auch im Urlaub, daher ist es ein bisschen weniger, schätze ich. Ein Waschmittel war noch dabei, das ist aber schon im Müll gelandet. Ich war zu langsam und ich wollte dann nicht hinterherklettern. Genau, und ich habe was zu trinken dabei, ihr Lieben. Holt euch auch was hier. Good Vibes, sieht man es? Ne, ganz wenig, ne? Das ist mein Kaffee. Und es geht los, okay? Wir versuchen mal ein kurzes Video. Nimmt sie sich in jedem Video vor. Das Räuspern ist auch dabei. Jetzt geht's los. Ich habe wieder meine kleine Butni-Tüte. Zeige euch ein bisschen, was so los war im August. Ein paar Sachen habt ihr auch schon gesehen oder werdet ihr noch sehen in meinem Urlaubs-Make-up-Kram-Video. Das ist auch ein Video, bei dem ich lange überlegt habe, wie ich es nennen soll. Urlaubsroutine, Pflegeroutine, Make-up-Routine. Wie schminke ich mich bei 40 Grad? Keine Ahnung. Ja, ihr habt es schon gesehen oder ihr werdet es noch sehen. Viel Spaß damit. So, was haben wir denn im August so gemacht? Der August war warm. Der August war relativ kurz in dem Sinne, dass wir viel zu im Urlaub waren, gar nicht zu Hause waren. Ist ganz schön hell hier. Und dadurch schauen wir mal, was es in den Müll geschafft hat. Wir haben einmal ein Duschgel, das ist von meinem Mann. Das ist, glaube ich, so klassisch mit Zitrusduft. Genau, darauf wollte ich nämlich eigentlich hinaus. Ja, das riecht so maritim, zitrisch. For men, wieder 25 in einem oder so. Zwei in einem, Duschgel und Shampoo. Aber reicht auch irgendwie, ne? Viel mehr brauchen die nicht. Die. Mein Mann braucht nicht viel mehr. So, reicht als Aussage. Ich wollte darauf hinaus, dass wir im Sommer ja oft, also ich gerne zitrische oder frische Düfte habe. Und nicht so viel Süßes, es ist so eher Winter, sondern lieber so, ja, zitrisches, frisches, wie ich gerade gesagt habe. Ich habe noch ein Shampoo aufgebraucht von Alterra, das war auch in irgendeiner Box, vielleicht in der Schön für mich Box von Rossmann. Könnt ihr mal reinschauen, ob es da drin war, könnt ihr mir Bescheid sagen. Das war mit Bio-Granatapfel und hat total gut gerochen. Richtig schön. Und das kann man aufdrehen, genau, und nachfüllen. Das ist sehr schön. Heißt, ihr könnt bei, ich glaube, jetzt ist es Rossmann, ne? Ja, hier ist sogar das Logo drauf. Da. Könnt ihr das nachkaufen und nachfüllen. Schön, umweltschonend. Sehr schön. Dann habe ich noch in der Badewanne aufgebraucht. Ach, wie schön. Ich habe es geliebt von La Vera. Das ist die Pflegedusche vitalisierend mit Orange und Minze. Diese Mischung, ey. Das ist so richtig, richtig frisch, wie frisch gepresste Orangen. Wenn ihr mal in Spanien wart oder sonst irgendwo im Ausland, wo Orangen und Zitronen angebaut werden und das frisch presst, frisch aufschneidet und esst, ne? So richtig, schon fast übertrieben orangig-zitrisch. Liebe ich sehr. Ich habe auch jetzt gerade noch eins stehen, was nach Orange riecht. Das ist jetzt so meine, ja, meine Sommerdusche. Dieses Frische. Im Urlaub hatte ich ja auch was mit, was zitrisch gerochen hat. Das war Zitronenmelisse, glaube ich. Und ich finde, es passt einfach so mega gut in den Sommer. Achso, das nächste. Blutorange Minze. Das hatte ich aus unserem Trashy, aus dem Wanderpaket. Die Mischung ist einfach gut, Leute, ne? Also so hoch, zitrisch und Minze. Ja, auch schön. Wobei das schon wieder sehr nach Duschgel gerochen hat, irgendwie nach Seife. Also nicht ganz so frisch wie das andere von TTZ, aber habe ich jetzt auch aufgebraucht. Und, ach Gott, ja, das habe ich auch aufgebraucht und es hat ewig gedauert. Von Hugens, Le Gommage pour le Corps, also es ist ein Körperpeeling gewesen. Bonheur, Happiness, also es soll irgendwie nach Glückseligkeit riechen. Und es gibt von. Oh, bevor ich jetzt was Falsches sage. Es gibt so ein mega schönes, leckeres Glücksklee-Orange-Duschgel. Das riecht auch so richtig nach.
Ja, frische Orange. Ich weiß auch nicht, oder Mandarine sogar. Ich blende euch das mal ein. Ich weiß gerade nicht. Ist es Kneipp? Ist es. Ich weiß es gerade nicht. Das riecht so gut. Und da steht auch für Glücksmomente oder so. Und das ist das hier nicht. Das sieht auch aus, ne? Ich habe es am Ende sehr großzügig benutzt, damit es alle geht. Es ist jetzt endlich alles. Waren 100 Milliliter. Und ich habe das bestimmt ein halbes Jahr offen gehabt, wenn nicht länger, dreiviertel Jahr oder so. Jetzt ist es alle. Also, das werde ich mir nicht nachkaufen. Es war einfach in der unteren Hälfte, also hier irgendwie an den Beinen oder so, als Peeling war es in Ordnung. Aber vom Geruch her, ich musste das echt nicht. Ich bin froh, dass es weg ist jetzt. War gar nicht meins. War gar nicht meins. Habe ich euch erzählt, dass ich immer irgendwas runterwerfe? Dann habe ich das euch, glaube ich, schon einmal gezeigt im Aufgebraucht. Das ist ein Duschöl. Und da habe ich im Aufgebraucht gesehen, oh, da ist ja noch was drin. Dann habe ich es mir wieder hingestellt. Das ist total angenehm. Also zum Beine rasieren, zum Beine rasieren benutze ich nur Öle. So, das ist wirklich ein guter Tipp. Es gibt hier so eine krass bekannte Instagram-Marke, die sagt, rasiert euch mit unserem Öl. Und dann, das ist super. Es stimmt, aber es muss nicht diese Marke sein. Wenn ich Duschöle finde oder irgendwie, ich habe jetzt gerade so ein Babyöl tatsächlich, was ich benutze. Und bei dem war es halt noch so schön, dass es aufgeschäumt ist. Ne? Also es ist ein Öl, das reicht, aber das hat noch so ein bisschen geschäumt dabei. Das war echt schön. Also mag ich sehr, sehr gerne. Marke ist Jean en Provence, also Jeanne aus der Provinz. Gibt es noch einen anderen Namen? Shower Oil. Jean en Provence heißt die Marke. Tatsächlich. Gut. Kommt jetzt in Müll. Jetzt endgültig. Dann habe ich die Haarmaske aufgebraucht. Ihr wisst, ich benutze nicht viele Haarprodukte. Das habe ich aber benutzt. Ziemlich cool. Auch ein schöner Geruch. Antonio Axu hatte ich schon mal. Von Antonio Axu hatte ich schon mal ein Haarprodukt. Das war so ein Sea Salt Spray. Meine armen Haare, ich dachte mir so, wozu wasche ich die denn, wenn ich mir danach was reinsprühe, dass sie sich nicht mehr wie frisch gewaschen anfühlen? Das ist jetzt, ich überlege gerade, was ist denn heute? Ist doch egal. Interessiert euch nicht. Egal. Und es hat aber so gut gerochen, dass ich dieses Sea Salt Spray ausprobiert habe und es hat mir nicht gefallen. Aber der Geruch war schön. Dann habe ich diese Maske hier ausgepackt und dachte, oh, der Geruch ist doch bestimmt wieder so toll. Und es stimmt. Ich weiß gar nicht, wonach es riechen soll, aber wenn ihr mal ein Antonio Axu Produkt habt, riecht mal dran. Deshalb habe ich sie benutzt und ich fand sie richtig gut. Das ist Haute Couture von 1997, seit 1997, 150 Milliliter waren das. Ich habe sie tatsächlich vor dem Waschen benutzt, heißt, ich habe mir die Maske aufgetragen, ins trockene Haar, habe sie einwirken lassen, bis ich dann irgendwann duschen oder baden gegangen bin. Ich wasche mir sonntags die Haare, da bade ich. Und dann habe ich die zweimal ausgewaschen, dann Spülung drüber und dann bin ich fertig. Und die war super. Es riecht einfach total schön. Meinen Haaren ging es gut danach. Tolles Ding. Bleiben wir in der Badewanne. Und das war es dann, glaube ich, mit der Badewanne. Mein Maskenstick ist alle. Seht ihr das? Das ist so hell, ne? La Roche-Maskenstick. Das ist dieser super gehypte, damals berühmte Maskenstick, wo die Frau in der. Wie heißt denn das? Im Fahrstuhl. Im Fahrstuhl sitzt und dieses Ding rausnimmt. Das sieht jetzt nicht mehr schön aus, weil es leer ist. Und sich ihr Gesicht so einschmiert und dann hat sie eine Gesichtsmaske drauf. Und dann kannst du es halt quasi zu jeder Zeit deine Maske auftragen, selbstbestimmt, wann du das machst, wann du dich um dich selbst kümmerst, so und so weiter. Und ich hatte den, ich glaube, seit Oktober habe ich den in Gebrauch gehabt. Heute ist August. Nee, heute ist September. Ho, heute ist September. Jetzt ist er alle. Also fast ein Jahr. Ich habe den einmal die Woche benutzt, immer sonntags in der Badewanne. Und jetzt ist mein Ritual weg. Ich hatte noch einen, den habe ich aber an euch verlost, weil ich das so gut fand. Das war meine 111-Verlosung, wo ich euch meine drei Top-Produkte verlost habe. Heißt, eine von euch hat ihn. Ich habe ihn jetzt gerade nicht. Er war in der Goodie Welcome Box. Ich schau mal, es kann sein, wenn ihr euch jetzt ein Goodie Box Abo macht, dass ihr in der Welcome Box diesen Rosenstick drin habt. Aber ich habe auch schon gehört, dass es jetzt eine neue Welcome Box geben soll. Deshalb muss ich mal schauen, ob
jetzt noch die alte da ist, dann kriegt ihr für 10 Euro diese Box und da ist der mit dabei. Der ist echt, ich mag ihn sehr. Oder wenn es schon die neue Welcome Box gibt, werde ich sie bestellen und euch vorstellen. Ha, das kommt nämlich auch noch. So, leider schade alle. Dann habe ich, es ist tatsächlich nicht mehr viel. Das Ding habe ich aussortiert. Und ich muss sagen, es ist von Cien eine Tagescreme. Es müsste die Tagescreme sein. Ja. Ich habe Cien-Produkte sehr gern benutzt, bevor ich mit diesen Boxen und so angefangen habe und jetzt sehr viele Produkte habe. Es gibt von, also das ist die Lidl-Eigenmarke, ne? Cien. Sprecht ihr das anders aus? Nicht schon, so, oder? Und da gibt es sehr schöne Pflegeprodukte, die wirklich gut funktionieren. Das hier ist die Tagescreme. Die Nachtcreme finde ich noch besser. Die habe ich auch noch hier. Aber die Tagescreme habe ich jetzt gesagt, ich benutze sie gar nicht mehr. Sie ist jetzt auch schon eine Weile hier in meinem Schrank und wird nicht mehr benutzt, weil ich mittlerweile Toner, Serum, wie heißt es, Sonnenschutz, Primer etc. benutze. Und da ist kein Platz mehr für diese Tagescreme. Und bevor die jetzt hier rumgammelt, kann sie im Müll vergammeln. Also ich sortiere sie aus. Es ist jetzt auch, lohnt sich nichts weiterzugeben, weil nicht mehr so viel drin ist. Nur so ein bisschen viel. Die kommt jetzt weg. Aber wenn ihr für wenig Geld mal schauen wollt, bei Lidl gibt es wirklich gute Pflegeprodukte, auch mit so Granatapfelessenz und solche Sachen. Die Nachtcreme kann ich super empfehlen. Macht es Sinn? Soll ich euch mal zeigen, was es bei Lidl so gibt? Also ich habe früher tatsächlich viel, früher ist jetzt gar nicht so lange her, ne, viel dort eingekauft. Und wie gesagt, die Nachtcreme habe ich immer noch hier, die ist lila, die mag ich sehr. So, du bist Glas. Du bist Glas. Dann haben wir Zahnpasta aufgebraucht. Einmal die, es ist nicht dieselbe wie sonst, weil wir die für den Urlaub mitgenommen haben. Oder die. Ach, was weiß ich. Noch eine Zahnpasta. Und unsere normale Zahnpasta habe ich gar nicht hier drin. Na toll. Also anscheinend haben wir vier Zähne geputzt. Dann ist das alle. Das ist auch eine schöne Beschreibung. Catrice, so eine Handdesinfektion. Wie heißt du denn? Clean Hands Spray. Das war eine Limited Edition. Noch ein bisschen ist noch. Ich habe mir davon, hier seht ihr das, also genau. Das ist eine Limited Edition an Desinfektionsspray. Da gab es verschiedene. Autsch! Duftrichtung, Entschuldigung. Duftrichtung und ich fand die so gut, dass ich dann wirklich, hier seht ihr es auch an dem Extra-Sticker, immer wenn ich bei Budni oder so bin, wühle in diesen aussortiert Sachen, in diesen reduzierten Sachen, ob da noch so ein Desinfektionsspray dabei ist und mir die geholt habe. Ich habe ein paar hier, es wären weniger, aber das ist jetzt gerade alle geworden. Das war bei mir im Auto, das riecht nach Wildrose und ich finde, das ist der beste Duft. Jetzt so einen ganz leichten, seht ihr das? Desinfektionsnebel. Könnt das verreiben, es riecht richtig, nicht frisch, aber sauber. Ist das ein Unterschied? Ja. Und ihr habt die Hände desinfiziert. Super coole Idee. Gab es leider nicht lange, auch nicht viel Auswahl. Das ist jetzt alle. Kommt weg. Dann habe ich eine Creme, die zeige ich euch auch noch im zweiten Blick. Ich mache immer so zweite Blick-Videos. Ich hau euch mal die Playlist auch hier rein. Und diese Creme kam aus der Blissim-Box. Ich weiß gerade gar nicht welche. Ist auch egal, ich hätte es gar nicht ansprechen müssen. Aus der Blissim-Box. und das war eine Creme. Ich sehe jetzt sehr alle. So sehr alle. Ich bin da richtig nochmal mit dem Finger so. Ich fand die so gut. Genau. die haben immer Marken drin, mit denen ich nicht rechne, mit denen, also die man noch gar nicht so kennt, die irgendwie neu sind, dann informiert man sich, denkt, oh, coole Idee, ach, die sind vegan, ach, die setzen sich für den Artenschutz der Tiger ein, ach, das ist eine Female Founder Firma, es sind immer so irgendwelche Firmen, die irgendwie so das gewisse Extra haben und Sinn machen und Spaß machen. Und das hier war eine Bräunungscreme, ganz klein, aber fürs Gesicht. Und das hat, ich würde sagen, es hat gereicht, aber es war halt leider zu wenig, weil sie jetzt alle ist. Das waren 97% natürliche Inhaltsstoffe. Was steht denn hier eigentlich drauf? Self-Tanning Face Cream, Mimitika, heißt die Firma. Mimitika for Sunlovers. Ja, die war echt cool. Also ich habe mich dann irgendwann mal rangetraut und dann musste ich mich so zurückhalten, dass ich es nicht so oft benutze. Man muss sie wirklich gut verreiben, aber es ist nicht wie so eine Bräunungsmousse, die du wieder abwischen musst. Und dann siehst du orange aus oder so, sondern es war so ein richtiger Glow, so ein richtiger Sonnenglow.
Fand ich richtig toll, habe ich mir auch abfotografiert. Die würde ich gerne noch mal ausprobieren irgendwann. Ich habe die auch so gerne in der Hand. Irgendwie ist sie toll. Irgendwie. super Duft, super angenehm. Es hat nichts. Ich hatte noch mal so ein anderes, was ich auch ausprobiert habe. Da bin ich komplett rot geworden. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich habe ein Video, ein Foto gemacht. Das blende ich euch dann mal ein. Marke und so nenne ich jetzt nicht. Aber da habe ich sofort reagiert. Also ich sah, das sah schlimm aus. Vielleicht blende ich euch das Foto auch nicht ein. Ist dann auch weggegangen und hat dann auch gut funktioniert. Aber beim Auftragen erstmal ist meine Haut immer roter geworden. So die erste Stunde immer roter. Das war bei dem hier gar nichts. War total sanft, Mimitika. Total sanft, total gut riechend. Und ich hatte auch keinen Rand. Ich habe es aber auch gut verrieben. Fand ich richtig gut. Hätte ich gerne wieder. Und dann habe ich ein Fixing Spray ausprobiert von Catrice. Ultra Last Fixing Spray. Ultra Last hoch 2. 18 Stunden soll das halten? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ich schminke mich regelmäßig ab. 18 Stunden, wenn ich mich morgens um 6 schminke. Nee, ich schminke mich vorher ab. Transferproof, Waterproof, nur Alkohol und kein Parfüm. War in Ordnung. So, ich mag den Sprühkopf nicht so. Ich habe das umgefüllt und es war ein bisschen lustig. Ich habe das umgesprüht in meinen Kinder Mist, in den hier. Kinder Beauty Core Mist. Und ich konnte das nicht aufschrauben hier. Also ich konnte das nicht abdrehen. Also saß ich da und habe gesprüht, gesprüht, gesprüht in den anderen Behälter, weil das hier mit ziemlich viel Druck rauskommt. Deshalb war es auch nicht so angenehm im Gesicht. Aber es ging halt nicht aufzuschrauben. Also habe ich mit dem Sprühkopf in den anderen in die andere Sprühflasche reingesprayt. Hat funktioniert. Ist ja egal, ne? Genau. Und dann. Oh ne, zwei Sachen habe ich noch. Okay. Eine Maske von Filorga Filorga aus Paris. Age Purify Mask. Eine gegen Falten und Unregelmäßigkeiten in der Haut. Wie heißt denn das? Verfärbung? Maske. So, also eine klärende. Wie heißt denn dieses Wort? Was ist denn hier los? Verfeinernde Maske. So, es hat für eine Portion gereicht. Es waren 7 Milliliter. War ganz lustig. Ich habe da nicht so mit gerechnet. Aber die war so tonartig. Wartet mal, kommt da noch was raus? Ach nee, kommt nichts mehr raus. Schade. Es war richtig wie so eine Tonerdemaske. Und war ganz angenehm. Die hat ziemlich frisch gerochen, schon fast minzig. Ist sie das? Ja, das war die, ne? Hat sich gut angefühlt. Also ich habe jetzt nichts. Also es war nicht zu ausgetrocknet danach wie bei so einer typischen Tonerdemaske, sondern es war schön soft, süß, doch war angenehm. Und dann hatte ich noch eine Treatment-Maske von Emma Hardy aus meiner Look Fantastic Bag, war das, glaube ich. Das war überhaupt die Überraschung. Ich habe die Look Fantastic Bag ausgepackt, ist auch hier drin, und habe mich dann beim Schneiden und beim Preise raussuchen fast überschlagen und dachte, oh mein Gott, was sind das für Werte, was sind da für krasse Produkte drin, was mir in dem Moment gar nicht so bewusst war, als ich es ausgepackt habe. Und da war jetzt Emma Hardy dabei, das waren auch, nee, es waren 15 Milliliter, aber es hat auch nur für eine Anwendung gereicht. Und das riecht auch richtig schön zitrisch. Oh, ich mag das im Sommer so sehr, ne? Und die konnte ich mir richtig bis hier runterziehen. Also es waren halt auch 15 Milliliter. Die war auch ganz gut. Die ist angetrocknet, ließ sich dann auch so peelingartig schon wieder runtertragen. Aber die Haut hat sich nicht so ausgetrocknet angefühlt danach. Das war gut. Also bei der, habe ich ja gesagt, war es auch nicht so. Aber die hat sich so in der Haut nicht so trocken angefühlt. Wisst ihr, was ich meine? Also wenn ich mein Gesicht wasche und nichts auftrage, dann fühlt sich so austrocknend an. Und das war bei der nicht so. Heißt, sie hat anscheinend wirklich viel der Haut gebracht, so richtig so für den Tag. Es ist ja so eine Morning Mask. Ja, improves hydration, moisture level and firmness. Und es hat gepasst. Also es hat meine Haut hat sich richtig so aufgeplustert und bereit angefühlt. Das war, fand ich ganz gut. Emma Hardy. So, und dann hatte ich noch ein paar Masken. Einmal hatte ich eine Tagescreme von Weleda. Das war nur so eine Probesachet. War in Ordnung, habe ich aber nicht gebraucht in dem Moment. ich hatte hier noch eine. Absolutes Highlight. Seht ihr aber auch in meinem Urlaubs-Make-up-Video. Aloe Vera Kumari. Merkt euch diese Marke. Das ist Aloe Vera mit Edelweiß.
ein Serum, unglaublich gut. So gut, dass ich mir dieses Sachet aufgehoben habe und dann am zweiten Tag noch mal rausgepresst habe, was ging, weil ich ja leider nicht mehr hatte. Richtig große Empfehlung. Dann habe ich eine Tuchmaske mit Aloe Vera, war auch super im Urlaub, wenn die Haut angespannt ist und einfach gereizt von der Sonne. Abends so eine Aloe Vera Maske, ein Traum. Am besten vorher noch im Kühlschrank. Gegenteil davon quasi, die Vitamin C Maske. Die ist auch gut, aber die arbeitet mit eurer Haut. Ne? Aloe Vera legt sich rauf und kühlt und beruhigt und sagt, alles wird gut. So. Und Vitamin C sagt, so, jetzt greifen wir mal an. Was soll weg? Wo kann ich ran? Ich besorge dir, was du brauchst. So. Und danach müsst ihr dann auch schön eure Haut pflegen und Sonnenschutz auftragen. Die war aber angenehm. Die hat nicht gebrannt. Das war alles in Ordnung. Ist auch von Schevens gewesen. Die machen eh gute Masken. Vitamin C. Aber das habe ich nicht im Sommerurlaub benutzt. Ne? Also wenn ihr im Sonnenurlaub seid und täglich euch da richtig schön der Sonne aussetzt, bitte keine Vitamin C-Maske oder Vitamin C-Serum oder sowas. Dann hatte ich noch eine Hyaluronsäure-Maske. Die war auch cool, aber das Serum war irgendwie schnell weg. Also tatsächlich, das hätte ich nicht gedacht bei Hyaluronsäure. Es war angenehm, ist auch eingezogen, aber sie war auch relativ schnell trocken. Und es ist auch nicht so, dass ich dann danach noch viel verreiben konnte. Also entweder hat meine Haut das komplett absorbiert und gebraucht, oder es war halt gut ausgemessen, wie viel Serum da rein muss. Natural Moisture Mask Sheet. Ich weiß gar nicht, woher. Haben wir eine Marke? Orjena aus Korea. Orjena heißt die Marke. Da, bitteschön. Hier steht es auch ganz groß, ne? Genau. Eine Heilerde-Maske. Ich mag die gern. Ich habe davon immer welche bei mir. Das war die Anti-Pickel-Maske. Das ist von Lu. Wie heißen die? Luvos. Luvos heißt die Marke. Kennt ihr alle, glaube ich. Ne? Ich mag die gern. Ich mache die regelmäßig. Also, was heißt regelmäßig? So alle 2 bis 3 Wochen mal, nicht öfter. Und die trocknen zwar fest an. Du hast halt richtig Matsch im Gesicht quasi danach. Aber sie tun der Haut trotzdem gut und trocknen sie nicht so aus. Ich mag die gerne, davon habe ich hier ein paar. Und das allerletzte Augenpads. Balea-Augenpads mit Jackfruit ist das, ne? Drachenfrucht. Hyaluronsäure, Drachenfrucht und Vitamin C. Die hatte ich unter den Augen, das waren so pinke. Und ich muss sagen, die sind leider gerutscht. Also es haben schon viele erzählt, ich hatte noch nicht so oft die Probleme. Außer bei so wiederverwendbaren, leider. Aber die sind mir auch runtergerutscht. Die waren sonst angenehm, aber ich habe sie nicht lange drauf gehabt, weil ich immer das Gefühl hatte, so. So. Und das war's. Rums, Waschmittel hatte ich noch, habe ich euch erzählt, ist schon weg. Und das war's. Viel mehr war nicht im August, weil wir unterwegs waren. Und so genaue Details zu meinen 2 Wochen August, was ich da so gemacht und benutzt habe, seht ihr in meinem, ihr wisst es, Urlaubs-Make-up, Pflege, aufgebraucht, Schminkvideo oder so ähnlich. Genau. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Ihr habt den August gut überstanden. Jetzt starten wir in den September und überall ploppen die Adventskalender auf. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ja, ich werde hier auch welche zeigen, weil ich nicht verzichten kann. Ich werde aber keine 1000 Euro für Adventskalender ausgeben oder mehr und euch von jeder Marke jeden Kalender zeigen. Ich warne euch schon mal vor. Ist vielleicht nicht so schlau, das so zu sagen, aber jeden kann ich nicht zeigen. Nein. Nein. Aber es sind tatsächlich schon 3 bestellt. Ich weiß jetzt gar nicht, wann die kommen. Und zwei möchte ich auf jeden Fall noch. Und dann werden wir mal sehen, ne, was da kommt. Ich zeige euch auf jeden Fall alle. So, das war's. Wir freuen uns auf den September. Ich mag den Monat tatsächlich sehr gern. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Lasst euch nicht ärgern. Tschüss.